Yeah, Buddy! Was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen hier bei Povrot TV. Es ist mal wieder Minecraft-Time! So, leider war die letzte Folge von mir ein Blackscreen. Ich habe hier das zweite Bett von Kev gebaut. Ich habe hier endlich Bilder hinbekommen. Also da hatte ich ja irgendwie nur halbe Informationen, den Bilderrahmen konnte ich machen. Ich habe in der letzten Folge Schweine geschlachtet, ich habe kluge Sprüche von mir gegeben. Also ich habe viel erzählt und oh, habe ich mich geärgert. Genau jetzt eben gerade habe ich auf die Aufnahme geguckt und es war ein Blackscreen. Oh, sowas nervt, aber es passiert. Die Programme, die Aufnahmeprogramme sind auch nicht fehlerfrei. Und weil mir das mit den Bildern jetzt gefällt, werde ich einfach nochmal ein paar Schafe schlachten. Und erstmal springe ich wieder mit einem super duper Doppelsalto. Kann ich eigentlich mit der Maus? Ich mach's mal. Wuhu, Papa dreht sich. Boom. Ich find's so geil. Man springt aus gefühlten 250 Metern auf eine kleine Sandbank oder in ein kleines Wasserbett. Und trotzdem verliert man kein einziges Herz. Voll geil. Okay, ich sehe schon, es wird Nacht. Ich muss gleich erstmal wieder schlafen. Und dann, wenn ich schlafen war, dann können wir uns auf die Schafsjagd machen, weil ich auf jeden Fall noch ein paar Gemälde will. Also diese Gemälde gefallen mir richtig gut. Viel besser als mit dem Rahmen. Ich habe es auch in der letzten Folge ausprobiert, die ein Blackscreen war. Der Rahmen. In den Rahmen kann ich auch zum Beispiel sowas wie ein Schwert legen und so weiter. Das habt ihr auch in den Kommentaren geschrieben. Und das ist mega, mega geil. So, jetzt wird erstmal gepennt. Oh, und es ist Tag. Und ich sehe sofort das Bild, das ich in der letzten Folge, in der Blackscreen-Folge, What the heck? Wieso? Wieso ist so ein Viech bei mir drin? Was soll das? Die spawnen sogar hier? Hier ist doch alles beleuchtet. Und ich höre sogar noch irgendwo ein Monster. Du willst mich verkackeiern! Du willst mich verdammt nochmal verkackeiern! So, jetzt hab ich dich, Du brennst nicht mehr, Junge, Alter, reg mich nicht auf. Alter, was soll das? Und der kommt sogar einfach durch die Tür. Ich vermute mal, das geht wegen dieser Druckplatte, oder, Leute? Das geht doch genau deswegen, wenn das Viech sich hier drauf stellt. So, aber es ist Tag, wunderschönes Panorama, ein wunderschöner Tag fürs Schafeschlachten. So, und für die unter euch, die es noch nicht mitbekommen haben, der Geilo Family Channel ist da. Wir haben einen Channel zu dritt gemacht, LP mit Kev, Mr. Mike AP und ich. Wir drei Brüder, die in einer WG leben, wir haben jetzt auch einen Channel und ich freue mich riesig. Bin mega, mega stolz drauf. Freue mich riesig, dass wir bereits über 20.000 Familienmitglieder haben. Denn ganz ehrlich, wir sehen das alle drei, also nicht nur ich spreche da echt für uns alle drei. Wir sehen das wie eine große Familie und wir freuen uns über jeden von euch, der dabei ist, der gemeinsam am Kanal mitwirkt. Wir stellen ja Fragen, beziehungsweise ihr stellt Fragen, könnt uns die in den E-Mails schreiben, wir beantworten die. Das ist auch so ein Kanal, der soll ein bisschen helfen, diese positive Laune, also nicht nur, dass wir selber natürlich positive Laune haben, weil die haben wir sowieso, sondern dass wir auch ein Stück weit auch Dankeschön sagen und dass wir euch auch ein bisschen was davon wiedergeben können. Weil ich weiß selber, also ich selber habe auch nicht immer gute Tage, das kann man gar nicht haben. Es ist menschlich, auch mal einen schlechten Tag zu haben. Da habe ich erst letztens mit meiner Freundin auch drüber gesprochen, dass es ganz normal ist, auch mal einen schlechten Tag zu haben. Man kann nicht immer aufstehen und das mega Lächeln haben, aber es zaubert mir auf jeden Fall schon mal ein Lächeln mehr ins Gesicht, wenn ich weiß, dass wir so eine riesengroße, positive vor allen Dingen Familie sind. Also damit meine ich halt nicht nur die Real-Life-Familie sozusagen, sondern auch die Familie, in der ihr mit drin seid. Geilo Family ist ja im Grunde jetzt Real-Life. Jetzt ist es real geworden und ich freue mich riesig. Und dieses ganze Positive einfach ein Stück weit mitzugeben und das mit euch auch zu teilen. Denn es ist ja auch oft so, ich habe es auch schon öfters mal erwähnt, es gibt auch viele Hater. Und Hater gonna hate, so heißt es ja so schön. Und es wird auch immer Hater geben. Aber vielleicht, mich würde es auch super freuen, auch an die Hater unter euch vielleicht, wenn der ein oder andere einfach mal sagt, ey, was der erzählt, der hat vielleicht gar nicht so Unrecht. Denn, habe ich schon mal in einem Video erwähnt, bei Hatern ist das so, ich gebe nicht viel auf Hater und ich denke meine Brüder auch nicht, weil einfach, ich muss jetzt kurz hier eine Pause machen, weil einfach Hater
viel Energie für etwas Negatives benutzen. Und dieses Negative, also mich juckt es nicht. So, wenn ich ein negatives Kommentar lese, dann ist das für mich ein Rechtsklick, einmal löschen und dann war es das eigentlich schon, weil ich möchte auch nicht, dass die Community oder die Geilo-Family einfach mit solchen Hates auch sich beschäftigen muss. Und diese Hater schaden damit eigentlich mir gar nicht, schaden aber viel mehr sich selbst, weil sie sich wirklich mit Texten, mit meinen Videos im negativen Sinn oder auch mit anderen Videos, mit anderen YouTube-Videos oder überhaupt mit anderen Dingen im Leben negativ auseinandersetzen. Und dadurch verbraucht man wahnsinnig viel Energie. Man muss es ja so sehen. Hater haben viel Power, weil sie auch viel Power benutzen. Aber sie kanalisieren diese Power ins Negative. Und gerade an die Hater von euch. Leute, wenn ihr damit was Positives schaffen würdet, dann wäre das der Wahnsinn. Ihr habt so viel Power in euch und diese Power positiv zu nutzen, ihr könntet euer Leben in eine ganz andere Bahn lenken. Und natürlich ist das auch ein Part der Charakterfindung, dass man sich auch, also ich, wie gesagt, ich hatte auch mal schlechte Tage, ich hatte vielleicht auch mal eine negativere Phase im Leben, die hat eigentlich jeder. Und gerade die Selbstfindungsphase ist eine ganz schwierige, der Charakter formt sich. Der formt sich bei mir auch immer noch. Ich lerne immer dazu. Man lernt ja das ganze Leben und man lernt ja nie aus. Aber natürlich soll auch Geilo Family da ein bisschen helfen, dass wir einfach unsere Erfahrung teilen. Viele von euch sind ja noch jünger. Viele von euch suchen vielleicht einen Studienplatz, haben die erste Freundin. Und der Charakter formt sich da maßgeblich, weil man viel mit anderen Menschen zu tun hat, viel Lebenserfahrung sammelt. Und ich sehe gerade in der Aufnahme, wie ist meine Nase hier so rot. Vom ganzen Labern oder was? Naja, so, also viele von euch machen jetzt ganz viele entscheidende Erfahrungen und ich finde es mega klasse und ich freue mich und ich bin auch stolz drauf und was weiß ich, mein Herz geht da komplett auf, dass wir einfach diesen Weg ein bisschen gemeinsam gehen können. Also, dass ihr das auch zulasst, dass ihr euch die Videos anguckt, dass ihr auch aktiv mit dabei seid, dass ihr uns in den E-Mails Fragen stellt. Wir haben ja schon die ersten Fragen bekommen. Die werden dann auch jetzt die nächsten Wochen beantwortet. Jede Woche wird es ein Video geben, mindestens eins. Wir planen ja noch zusätzliche Projekte und es kommt auf jeden Fall viel und vor allen Dingen das Wichtigste, es kommt von uns allen gemeinsam. Gemeinsam mit euch. Und ja, was ist das jetzt für eine Minecraft-Folge? Das ist eine Minecraft-Folge, in dem Povrot über seine über die Zukunft, wie er sich die vorstellt, redet, gemeinsam mit euch. Auf jeden Fall wird diese Zukunft positiv. So viel kann ich euch versprechen. Ich bleibe auf jeden Fall positiv. Und da spreche ich auch für meine Brüder. Wir werden alle positiv bleiben. Für uns selbst und für euch. Wir werden uns da treu bleiben. Und es ist super, super geil, dass so viele von euch mit dabei sind. Und es wäre natürlich noch geiler, wenn sich noch mehr anschließen. Und ich habe mich schon wieder verlaufen. So, jetzt suche ich nochmal mein Haus. Wie viele Gemälde kann ich mir... Weiße Wolle habe ich jetzt 4-mal, ja? Hey, was ist das denn? Feder! Oh, aus Federn weiß ich noch nicht, was man machen kann. Schreibt es mir mal bitte in die Kommentare. Was kann ich aus Federn machen? Verdammte Axt, wie komme ich jetzt nach Hause? Boah, habe ich mich verquatscht. Was? Was macht denn dieser brennende... Was macht das brennende Viech hier? Lol. Oh, noch ein Schäfchen. Ein Gemälde mehr. Na, komm. Voll in den Euter. So. Tot. So, ich bin hier irgendwie durch... Ich glaube, ich bin durch Bäume gegangen, während ich gequatscht habe. Ja, Baum, blockier mich. Blockier mich. Bin ich durch so einen Wald gelaufen? Ich bin mir irgendwie nicht ganz sicher. Nein, wieso habe ich mich schon wieder verlaufen? Und ich will euch das eigentlich gar nicht die ganze Zeit antun, mich immer verlaufen und ihr müsst mich wieder auf den richtigen Weg lenken. Lol. Lol. Ich brauche eine Minimap. Mann, ich vergesse es immer wieder. Ich nehme immer so spontan diese Folgen auf, dass ich einfach total vergesse, dass ich eine Minimap brauche. Na, was ist das hier? Hä, diese Landschaft kenne ich nicht. Oh, Kühe! Hallo, ihr eutertragenden Biester. Ba, 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 ba. Voll in den Euter. In den Euter oder in den Anus. Pop, 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 so. Zack, 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 zack. Hä? Was ist denn hier los? What the heck? Nee, das glaube ich nicht. Weißt du, was habe ich in Minecraft ja noch nie gesehen?
Fliegende Berge? Okay, das zeigt mir. Junge, was ist das hier für ein Berg? Was für ein fliegendes Bergplateau? Das erinnert mich an Avatar, diese fliegenden heiligen Berge. So, ich habe mich auf jeden Fall hundertprozentig verlaufen. Ich habe jetzt aber auch so viel gequatscht, dann ist das, denke ich, gerechtfertigt, dass ich mich verlaufen habe. Aber Leute, bitte weist mir wieder den Weg. Ich sag mal, ich gucke jetzt am Ende der Folge in diese Richtung. Und ihr schreibt mir in die Kommentare, geradeaus, rechts, links, wo muss ich lang? Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich bin euer Povrot. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.